Deutschland, das stand einmal für Friede, Ordnung und Wohlstand. Doch Europas einstiger Wirtschaftsmotor stockt heute gewaltig. Die Infrastruktur zerbröselt, die Energiepreise schießen nach oben und die Leute haben die Nase voll, gehen auf die Straße. Was ist da passiert und vor allem, wie kommt Deutschland wieder auf die Beine? Ganz herzlich willkommen beim Pragmatikus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Von den Bauern bis zur Bahn, nichts geht mehr in Germanistan. Wie geht's besser? Darüber reden wir heute mit renommierten Gästen, mit dem Ökonom Hans-Werner Sinn, dem großen Publizisten und früheren Herausgeber der Zeit in Hamburg Josef Joffe und der Berliner Autorin Mirna Funk. Rien ne va plus im Land der Dichter und Denker. Unser erster Beitrag liefert die Diagnose zum kranken Patienten. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Fleiß und Zielstrebigkeit galten lange als deutsche Tugenden. Heute steht Deutschland für eine marode Infrastruktur, ein Übermaß an Bürokratie, Wohlstandsverlust und mangelnde Innovationskraft. Die Folge? Die Wirtschaft schrumpft. Und nur jeder Fünfte ist mit der Arbeit von Kanzler Olaf Scholz und seiner Ampelkoalition zufrieden. Viele wähnen Deutschland bereits am Abgrund. Zu Recht? Ich denke, dass Deutschland in einer veritablen Strukturanpassungskrise ist. Dass vor allem der immer intensiver werdende technologische Wettbewerb auf globaler Ebene der deutschen Wirtschaft stark zusetzt. Gutes Beispiel ist die Elektromobilität, wo sowohl die USA auf der einen Seite, aber andererseits auch China bereits sozusagen schneller waren und technologisch einen Vorsprung haben. Politisch ist in Deutschland ein immer chronisch beklagter großer Bedarf an Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Dort geht es um rein politische Entscheidungen, also dort liegt sicher eine Hauptverantwortung. Der große Nachbar ist mit großem Abstand Österreichs wichtigster Handelspartner. Michael Pineda und viele andere Ökonomen fürchten, die Schwäche der deutschen Wirtschaft könnte auch zum Risiko für Österreichs Wohlstand werden. Die Abhängigkeit selbst hat sich über die Zeit auch in den letzten Jahren wenig verändert. Also der Anteil Deutschlands an den österreichischen Exporten ist in etwa gleich geblieben. Das heißt, rund 30% der österreichischen Exporte gehen nach Deutschland. Das heißt, wenn dort die Konjunktur schwach ist, sinkt auch die Nachfrage nach unseren Gütern und Dienstleistungen. Vor allem an Deutschlands Energiepolitik entzündet sich immer wieder Kritik. Demnach gefährdeten der Atomausstieg und der Fokus auf die erneuerbaren Energien die Industrie. Immer mehr Unternehmen drohen mit Abwanderung. Die österreichische Wirtschaft ist nach Ansicht von Michael Pineda deutlich besser aufgestellt. Über die vergangenen 5 Jahre war die Industrieproduktion in Deutschland um mehr als 8% zurückgegangen. In Österreich ist die Industrieproduktion im gleichen Zeitraum um über 10% gewachsen. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, wie eng Österreich mit der deutschen Industrie über Zulieferbeziehungen verzahnt ist. Und ich denke, dass Österreich hier von der Wirtschaftsstruktur her flexibler und etwas anpassungsfähiger ist als viele deutsche Unternehmungen. Man kann das auch an den Zahlen sehen. Also die Diversifizierung der Exportgüter ist wesentlich größer als in Deutschland. Statt die Ärmel hochzukrempeln und die Probleme anzupacken, heben deutsche Politiker immer öfter den moralischen Zeigefinger. Ob in der Migrationsfrage oder der Klima- und Energiepolitik. Der Sozialwissenschaftler Bernhard Heinzelmeier sieht darin eine große Schwäche. Das Problem des aktuellen Politikstils ist, dass er ideologisch geleitet ist. Nicht? Also wenn man sich allein die Energiepolitik ansieht und nur so Details daraus nimmt, wie man stellt den Braunkohleabbau ein, um dann die Braunkohle dreimal so teuer aus dem Ausland zu importieren, wenn man die Kraftwerke nicht stilllegen kann, weil man eben zu wenig Energie hat. Und wenn man dann der zuständige Wirtschaftsminister sagt, nein, die Wirtschaft ist nicht schlecht, es sind nur die Zahlen. Ich meine, mehr muss man ja zu dem ganzen Desaster nicht mehr sagen. Die Regierung ist die unbeliebteste seit Jahrzehnten. Manche sprechen gar von der schlechtesten Regierung aller Zeiten. Eine schnelle Besserung ist nach Einschätzung Bernhard Heinzelmeiers nicht in Sicht.
Dazu müsste es einen grundlegenden Politikwechsel geben und den sehe ich nicht. Weil auch nach den nächsten Wahlen, man könnte jetzt sagen, gut, die Hoffnung ist Friedrich Merz, dass der nächste Bundeskanzler wird. Aber man hat keine Option mehr, man hat immer eine wirtschaftsfeindliche Partei an der Backe, um es mal so zu sagen. Also die politischen Verhältnisse sind nicht so, dass man optimistisch sein könnte. Und jetzt begrüße ich im Studio Josef Joffe, selber ein Stück Zeit und Zeitungsgeschichte aus Deutschland. Sie waren über Jahrzehnte hinweg Herausgeber der Wochenzeitung in Hamburg Die Zeit. Schön sind Sie hier, Herr Joffe. Ich freue mich. Willkommen. Finde ich auch schön. Dieser Beitrag hat ja nicht gerade zur allgemeinen Erbauung beigetragen. Haben Sie sich eigentlich schon überlegt, aus Deutschland wegzuziehen? Nein, aber vielleicht darf ich zu den Beiträgen der österreichischen Kollegen etwas sagen. Da fällt mir so der Spruch von Churchill ein, auf Österreich und Deutschland übertragen. Zwei eng verwandte Völker, die nur durch ihre gemeinsame Sprache getrennt werden. Also was die Kollegen da erzählt haben über Deutschland stimmt. Das Problem ist, dass es leider auch für ganz Europa stimmt. Also Rezession, Rückständigkeit, nicht mit der nächsten industriellen Revolution vorwärtskommen, das fehlende Dynamische trifft für alle Europäer zu, inklusive der Österreicher. Und wenn man dann sagt, wir haben obwohl ich es nicht gern tue, den Stolz verteidigen, man sagt, wir haben die schlechteste oder langweiligste Regierung aller Zeiten. Was ist denn in England passiert, wo die innerhalb von kürzester Zeit drei Premierminister verschlissen haben? Also wir sollten da, Deutschland ist, ganz kurz, ist nicht auf einem Sonderweg. Deutschland ist irgendwo auf dem Weg mit 26 anderen europäischen Nationen. Aber Deutschland ist doch das Land immer gewesen, das quasi der Klassenprimus war. Und jetzt lesen wir Berichte, Bloomberg zum Beispiel, dass seit die Deindustrialisierung stehe vor der Tür, die Industrielle, der Niedergang sei nicht mehr aufzuhalten. Herr Joffe, das sind doch dramatische Entwicklungen. Aber Deindustrialisierung ist, benutzt man vornehm englischen Ausdruck, Bullshit. Das heißt nämlich, dass die Engländer und Franzosen und die Amerikaner, die alle einen Industrieanteil von 10-11% haben, die Hälfte vom Deutschen, dass die noch mehr unten legen. Das stimmt allerdings nicht. Industrialisierung war im letzten Jahrhundert. Heute kommen ganz andere Sachen aufs Tapet. Wir haben eine Wissensökonomie, keine Muskelökonomie. Und wenn wir jetzt auf die Deutschen rekurrieren wollen, dann kann man nur sagen, unsere Wissensökonomie ist vielleicht nicht ganz ideal aufgestellt. Ungeachtet dessen verbreitet sich in Deutschland ein Gefühl des Niedergangs. Ich treffe Leute, die nicht mehr an die Zukunft Deutschlands glauben. Wir haben 35.000 Deutsche, gut qualifizierte, die jährlich in die Schweiz auswandern. Was ist denn da los? Haben die alle eine optische Täuschung? Also erstmal ist das deutsche Gejammer ist praktisch unser Nationalschicksal. Wir jammern besonders gern. Und das auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Wenn dann die Kollegen aus Deutschland in die Schweiz abwandern, hat das ganz einfache Gründe. Zum Beispiel Ärzte verdienen mehr in der Schweiz als in Deutschland. Gesetzliche Krankenkassenphänomen. Du kannst aus diesen Fällen absolut rational, was die machen. Warum will ich nicht in der Schweiz das Dreifache verdienen? Kannst du nicht den Untergang einer ganzen Republik ablesen? Das machen Journalisten gern. Ein Beispiel ist das Ganze. Ja. Aber Sie bewegen sich ja oft in Kalifornien. Sie sind an der Stanford University, unweit vom Silicon Valley. Richtig. Und jetzt stellen wir ja doch fest, dass Deutschland, dieser Innovationsweltmeister von einst, viele Erfindungen importieren muss. Die Musik spielt doch in Kalifornien, sie spielt in China. Ja. Der Erfindergeist hat gelitten. Ja. Das ist absolut richtig, aber ich muss mich leider noch mal wiederholen. Das trifft auch für den Rest Europas zu. Europa war bis, sagen wir mal, in die frühe Nachkriegszeit der Brüter par excellence von Fortschritt und Wissen. Das, wollen wir die Liste runterbeten, der Philosophen, der Techniker, der Wissenschaftler, unglaublich. Leider ist das
diese Erfindungsgabe, dieser Drang zum Erfolg, der ist tatsächlich nach Amerika gewandert, nach dem Zweiten Weltkrieg. Über die Gründe müssen wir uns nicht auslassen. Aber wenn man Amerika, diese ewigen kochenden Topf mit seinen guten und seinen schlechten Seiten vergleicht, mit der Ruhe, mit der wir in Deutschland vorgehen, Europa vorgehen, halte ich das, ich wiederhole mich noch mal, nicht für ein nur deutsches Problem. Wie kreativ und produktiv sind denn Portugiesen, Spanier und so weiter und so weiter. Gut, das beruhigt uns natürlich nicht. Oder die Schweizer, wenn man die eigenen Schwächen mit den noch größeren Schwächen der anderen rechtfertigt. Aber ich glaube, ein Punkt, den ich rechtfertige nicht. Ich vergleiche und sage, da müssen offensichtlich allgemeine Faktoren im Spiel sein, die uns alle betreffen. Ja. Das wollte ich nur sagen. Könnte einer dieser Faktoren sein, dass die Qualität der Politiker nachgelassen hat? Wir haben es im Beitrag gehört, es gibt Klage über diese Ampelregierung, nicht nur über die, Sie haben England angesprochen, man könnte vielleicht auch nach Frankreich blicken. Haben wir in Europa, in Deutschland, ein Manko an qualitativ hochwertigen Politikern, wenn man zurückdenkt an Ludwig Erhard, Konrad Adenauer und so weiter? Alles schon verdammt lange her, nicht? Helmut Schmidt, würde ich sagen, ist sozusagen, oder komischerweise, obwohl ich kein Fan von ihm bin, Schröder, der letzte Reformer, der die Sozialsysteme in Gang gesetzt hat, und das jetzt schon fast 20 Jahre her. Nochmal, ich glaube, wir haben die Probleme in Europa überall. Was machen wir mit Italien, das seit dem Kriegsende 66 Regierung gehabt hat? Die Schweizer Regierung kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, habt ihr einen Kanzler oder so? Nein, aber bei uns ist das Interessante, dass die Regierungsmitglieder nur Fußnoten der Geschichte sind. Die sind nicht so wichtig wie in Deutschland und in anderen Ländern. Aber wir waren bei der Qualität der Politiker. Also ich dreh's mal ein bisschen. Ich frage gern junge, talentierte Studenten in Deutschland, möchtest du gern in die Politik gehen? Und hat keiner gesagt ja. Das heißt, wir haben offensichtlich ein politisches System gebaut, das die Talentierten und Ambitionierten nicht anzieht. Die sagen sich, ich kann noch viel mehr werden bei McKinsey oder bei BASF oder so. Das ist ein Problem, was ich noch nicht geknackt habe. Ich habe nur so spekulative Antworten. Eine ist, dann lasse ich es sein. Was soll ich als junger, talentierter Mensch in einem System machen, wo das Parlament 700 Mitglieder hat? Wie viel hat dann die Schweiz? 700? Nein. Ich bin dann einer von 700. Was kann ich überhaupt bewirken? Also wir müssen einfach schon mal damit anfangen, dass wir den Bundestag verkleinern, was natürlich nicht passieren wird. Aber ist nicht ein Grundproblem in Deutschland, wenn wir zurückgehen in die Geschichte der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, die soziale Marktwirtschaft, ein maßvoller Staat. Ja. Das Arbeiten hat sich gelohnt. Unternehmertum wurde nicht bestraft. Heute sehen wir sehr viele Regulierungen. Sie haben gesagt, sehr viele Politiker. Das sind doch falsche Weichenstellungen in der Politik. Wir geben etwa 30% für Transfers aus. Natürlich hemmt das die Lust und den Willen zur Arbeit. Wir haben eine Staatsquote in Deutschland, so 47%, die wird nur übertroffen von den Franzosen mit etwas über 50%. Das heißt, wiederum sehe ich hier Probleme, die den ganzen Westen betreffen. Und das kann man nicht einer einzigen Regierung anhängen. Und zurück zu Ludwig Erhard, da konnte man neu anfangen. Das Land war zerstört. Da konnte man die Ärmel aufkrempeln und man hatte auch die Freiheit. Inzwischen haben wir eine Regulierungsdichte in Europa, in Deutschland, die schwer zu übertreffen ist. Aber blenden wir mal noch zurück ins Jahr 2015. 2015. Da ist man sich jetzt ja doch weitgehend einig, dass da Fehler gemacht worden sind mit dieser ganzen Migrationspolitik. Genau. Darf ich Flüchtlinge sagen? Oder Flüchtlinge. Geflüchtete sagen. Ja. Darf ich? Sie können frei sprechen. Es tut mir leid, aber wir haben da wieder ein europäisches Problem. Um es mal ganz simpel darzustellen, die Leute, die zu uns kommen, müssen nicht arbeiten, aber dürfen auch nicht arbeiten.
die Amerika, wie die Post-Covid-Erholung der Amerikaner in unserer Zeit, also mit einem Wachstum von 3% oder 3,5%, hat mit Einwanderung zu tun. Aber das sind Einwanderer, die man arbeiten lässt und die arbeiten müssen, weil die Sozialhilfe nicht ganz so hoch ist wie bei uns. Aber vor allen Dingen, der Arbeitsmarkt ist flexibler. Wir denken, wenn du den Leuten sagst, du musst nicht arbeiten und du darfst nicht arbeiten, was sagen wir denen eigentlich? Mhm. Die gehört nicht dazu oder wie? Aber man hat ja gesagt, das seien Fachkräfte, die man geholt hat. Jetzt gibt es Studien, zum Beispiel Bernd Raffelhüschen aus Süddeutschland. Der hat gesagt, dass die Zuwanderung sich auch ökonomisch für Deutschland überhaupt nicht lohnt, weil die Leute, die kommen, sind nicht gut genug qualifiziert. Also da hat ja Deutschland schon eine Vorreiterrolle auch im Negativen gespielt. Sagen wir, es stimmt. Sagen wir, er hat recht. Also das sind ja berühmte Zahnarzt aus Damaskus, der kommt nicht, wie Raffel meint. Warum boomt Amerika? Weil in unseren Ländern, inklusive hier, fehlt es an, nicht so sehr an Zahnärzten, sondern an Hands-on-Leuten. Die Straßen bauen, die Häuser bauen, die Pflegedienste machen und so. Und dies hat Amerika geschafft, die Leute in den Prozess zu integrieren, was wir nicht schaffen. Ich wiederhole noch mal, mehr Zahnärzte wären gut, aber unser Problem sind mittelqualifizierte Leute, die aus verschiedenen Gründen vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden. Wie beurteilen Sie als langjähriger, bedeutender und, ich glaube, ich darf sagen, großer Publizist in Deutschland? Das finde ich sehr gut. Nein, ich glaube, man darf das hier wirklich in dieser Form einmal herausstreichen und würdigen. Sie haben da die publizistische Szene, machen es immer noch, geprägt. Wie beurteilen Sie die Rolle des Journalismus heute? Meines Erachtens, wenn ich Sie da ein bisschen provozieren darf, die deutschen Medien viel zu konformistisch, viel zu obrigkeitstreu, da kommt doch zu wenig Gegensteuer aus dem Journalismus. Ja, im Vergleich zur Schweiz, wo ihr so gegensteuernde Elemente auf der einen Ebene die NZZ ist oder auf der anderen Ebene die Weltwoche, ist die deutsche Presse eher mehr konform. So, eher mehr konform. Das Problem mit den Journalisten ist, dass sie den Ehrgeiz haben, zu beeinflussen. Das geht, Haltung zu zeigen. Das geht über in so eine politische, aktivistische Rolle. Ich lese die mit höchster Skepsis, weil ich weiß, ich werde manipuliert. Durch Haltungsjournalismus. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Meinungskonformismus. Das richtet sich ja im Moment, und da ist der Stress spürbar, gegen diese AfD. Und da ist doch der Eindruck auch der, dass man den Eindruck hat, als würden die Deutschen noch historische Gefechte austragen. Also man bringt oft Analogien zur Zeit der 30er Jahre mit Blick auf das heutige demokratische Geschehen. Ist da nicht diese geschichtliche Hypothek noch allzu präsent? Ich gebe Ihnen recht, sozusagen der Vergleich mit Adolf Hitler und so liegt nahe. Nur, wir werden mit dem Problem der AfD nicht fertig, weil wir sagen, das ist so ein Abklatsch der NSDAP, das ist Quatsch. Sie ist Teil einer allgemeinen rechtspopulistischen Bewegung, die von San Francisco nach Stockholm reicht. Und das, ein Schritt weiter, ich glaube, dass diese Leute, da sind ein paar Nazis dabei, aber es ist nicht der Punkt. Die werden einfach ignoriert. Deren Stimme und deren Interessen werden ignoriert. Und Sie sagen, das bringt nichts, das wird eher kontraproduktiv sein, diese Form der Ausgrenzungsstrategie. Ich würde ja versuchen, aufzusaugen, was aufsaugbar ist. Also ich glaube, dass sich die Leute, von Flüchtlingen, unkontrollierter Einwanderung überwältigt fühlen, dass sie aber vor allen Dingen von der woken Sprache nichts wissen wollen. Das sind, glaube ich, sind legitime Sachen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns. Und wir wechseln jetzt in eine andere Kampfzone gewissermaßen der deutschen Politik, und zwar in die
Frage der Energieversorgung. Der Ausstieg aus der Kernenergie hat ja auch viel Ungemach beschert bzw. war verbunden mit großen Hoffnungen und Erwartungen. Und bei Pragmaticus fragt, stellen wir uns nun der Frage, was aus diesen Erwartungen, was aus diesen Verheißungen geworden ist. Deutschland will ganz auf erneuerbare Energien setzen. Ist man damit auf der sicheren Seite? Wir sind so lange technisch nicht auf der sicheren Seite, als wir eben uns vor allen Dingen auf volatile erneuerbare Energien stützen. Das ist auch eine Besonderheit Deutschlands. Es gibt andere Länder, die tatsächlich mit Hilfe von Wasserkraft, was aber gesicherte Leistung ist, sehr hohe Anteile an erneuerbaren Energien erreichen können. Deutschland hat von allen erneuerbaren Energien sich auf Sonne und Wind konzentriert. Und das bedeutet eben, dass man rund um Sonne und Wind dann eben noch eine Backup-Struktur oder eben eine Speicherstruktur drumherum bauen muss. Und das ist genau die Struktur, die dann die Kosten treibt. Also da kann man natürlich schon mit Fug und Recht sagen, das ist keine so kluge Strategie. Und wenn man das Klimaziel betrachtet, ist es überhaupt nicht klug, ne? Weil man da letzten Endes sich sehr lange in der Fossilwirtschaft da eigentlich wieder festlegt. Hätte man die Atomkraft einfach weiterlaufen lassen sollen? Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten unsere Bestandsanlagen, also die Kernkraftwerke, die wir hatten in Deutschland, wir hätten die weiterlaufen lassen, dann hätte man tatsächlich eine ganze Menge CO2 und auch Geld sparen können. Also wir hatten mal eben zu Beginn des Atomausstiegs, also Anfang der Nullerjahre, hatten wir 30% Atomstrom im Netz. Der hat ungefähr 12 Gramm CO2 pro Kilowattstunde laut Weltklimaratsstatistiken. Das ist wirklich konkurrenzlos niedrig. Jetzt ist es de facto Kohle und Gas, was die Absicherung der Erneuerbaren ist. Und das ist natürlich sehr CO2-trächtig. Also nur zum Vergleich, ein Braunkohlekraftwerk emittiert ungefähr 1200 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Also im Vergleich zu diesen 12 Gramm der Kernenergie. Und ein Gaskraftwerk immer noch ungefähr 600 Gramm. Ist die Kernenergie gar die Zukunft? Das spricht natürlich einiges dafür, unter anderem, dass die Kernenergie als Technologie etabliert ist. Also man weiß, wie man solche Anlagen baut. Bei diesem System, was Habeck anstrebt, muss man sagen, es ist in einem Industrieland bislang noch nie ausprobiert worden. Es gibt kein Industrieland unserer Größe, das sich darauf einlässt, eigentlich auf sämtliche gesicherte Leistung zu verzichten und das dann irgendwie von hinten wieder aufzurollen mit Gaskraft und Speichern. Auch mit Speichertechnik durchaus noch völlig im Ungewissen steht, ob wir die überhaupt günstig zur Verfügung stellen können. Ja, und da sind also schon ganz viele Unbekannte in dieser Gleichung und viele Ungewissheiten. Und das spricht schon einiges dafür, es anders zu machen. Es gibt auch die meisten Länder unseres Kalibers machen das auch anders. Durch den Atomausstieg ist für Deutschlands Wirtschaft eine ganz neue Situation entstanden. Verschärft noch durch den Krieg in der Ukraine. Die Energiepreise schießen massiv nach oben und das bereitet der Wirtschaft natürlich erhebliche Probleme, nicht nur der Wirtschaft. Wie kann man aus dieser Falle wieder entkommen? Darüber habe ich mich unterhalten mit dem renommierten deutschen Ökonomen Hans-Werner Sinn, dem früheren Professor des Münchner IFO. Instituts. Wir müssen dringend über die deutsche Wirtschaft sprechen. Der Motor stockt, es klemmt im Getriebe und wir werden im Folgenden herauszufinden versuchen, was das Problem ist und vor allem auch, wie man die Probleme wieder lösen kann. Und ich kann mir keinen geeigneteren Gesprächspartner vorstellen als den, ja, aber renommiertesten, bekanntesten und auch sicher meist diskutierten Wirtschaftsprofessor Deutschland, es ist Professor Hans-Werner Sinn, ehemaliger Präsident des IFO-Instituts in München. Herr Sinn, ganz herzlich willkommen in der Sendung. Danke. Als Sie 2016 zurückgetreten sind als Präsident des IFO-Instituts, war Deutschland sozusagen der ökonomische Musterknabe. Es lief gut, der Export brummte, Made in Germany war ein Qualitätssiegel weltweit anerkannt. Mittlerweile hat sich die Situation verändert, sogar der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gesagt, so könne es nicht weitergehen. Herr Sinn, erkennen Sie Ihr Land noch heute, wenn Sie da zurückblicken, die letzten 7, 8 Jahre?
Ja, das waren schwierige Jahre. Damals gab es den Dieselskandal, die Automobilindustrie hatte sich diskreditiert. Daraufhin gab es dann Maßnahmen der EU, die rabiat gegen die Verbrennermotoren vorging im Gefolge dieser negativen emotionalen Welle. Und dann hatten wir ja nun also weltweit die Corona-Pandemie. Es waren schreckliche Jahre, ja. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass in Deutschland diese Garstigkeiten härter durchschlagen, dass die Wirtschaft hier stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde. Was sind denn da die tiefer liegenden Gründe? Das Wirtschaftswunder Deutschlands wenig scheint davon zu sehen zu sein im Moment. Naja, also wir haben einmal Probleme im Bereich der Demografie, wie es auch andere haben, dass also die jungen Leute ausbleiben. Dann haben wir mentale Probleme mit der Migration, die zu einem politischen Durcheinander geführt haben. Aber dann haben wir eben auch vor allem das Energiethema. Das trifft uns sehr, weil wir halt uns doch sehr von den Russen abhängig gemacht hatten mit dem Gas. Auch gerade die grüne Energie braucht ja das Gas als Lückenfüller für die Dunkelflauten, sodass das eine Symbiose war, die man sich so angedacht hatte. Und jetzt ist das Gas nicht mehr da, nicht? Jetzt müssen wir uns das teuer irgendwo sonst auf der Welt einkaufen, häufig als Flüssiggas, was viel, viel teurer ist als anderes. Und es kommt dazu, dass natürlich aus Klimaschutzgründen man ziemlich rabiat jetzt gegen den Energieverbrauch und damit indirekt gegen die Industrie vorgeht. Deutschland ist ja das Land, das viel Industrie hat. Etwa 20% des Bruttoinlandsprodukts sind im verarbeitenden Gewerbe entstanden. Und wenn Sie mal nach Frankreich schauen oder Italien, da ist ja nur die Hälfte. Diese Länder haben sich ja schon deindustrialisiert, kann man fast sagen, im Vergleich zu Deutschland. Und die Industrie braucht nun mal viel Energie, nicht? Weil die Produkte werden in die Welt geliefert. Sie werden alle intensiv mit Maschinen hergestellt, die Unmengen an Energie verbrauchen. Die chemische Industrie auch verbraucht ja so viel Energie, als wenn man die grün machen wollte. Das ist berechnet worden, wie Deutschland insgesamt an Strom hat und so. Also das sind Unmengen von Energie. Und dieses Energiethema belastet Deutschland stärker als irgendein anderes Land in Europa. Steht Deutschland heute wirtschaftlich an einer Art Abbruchkante oder wäre das zu dramatisch formuliert? Es kommen ja viele, auch Unternehmer aus Deutschland, die das Land verlassen, die sagen, wir glauben nicht mehr daran. Steht Deutschland wirtschaftlich an der Abbruchkante? Also ja, Abbruchkante, das ist jetzt übertrieben. Wir haben immer noch eine starke Industrie und wir werden auch in 5 Jahren noch eine starke Industrie haben und 10 Jahren. Das ist jetzt nicht der Punkt. Aber wir sehen deutlich, dass hier ein Regimewechsel stattfindet. Wir haben eine Krise, wie wir sie vor 20 Jahren eigentlich schon mal hatten. Das wurde dann durch die Schröderschen Reformen gelöst. Damals hatten wir diese enorm hohen Lohnkosten und das wurde dann korrigiert durch die Veränderung der Anreizstrukturen des Sozialstaates. Heute haben wir ein riesiges Energiethema. Wie das so einfach gelöst werden kann, weiß ich nicht. Und bedenken Sie, die Babyboomer, die sind ja auch das Problem. Das sind die Leute, die 1965 geboren sind, 64, 65, die sind jetzt 60 Jahre alt. Und wollen in Kürze sich verabschieden aus dem Produktionsprozess. Und dahinter kommt nicht mehr viel, nicht? Sind die Schwierigkeiten, die wir analysieren, die Probleme, sind das sozusagen ja, Naturgegebenheiten nach dem alten Goethe-Satz, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Wenn es gut läuft, geht es halt wieder abwärts. Oder muss man nicht doch auch klare politische Fehler in den letzten Jahren hier noch dingfest machen? Naturgegebenheiten sind es nicht, es sind politische Gegebenheiten natürlich. Nicht? Dass Putin jetzt tut, was er tut und dass wir wegen des Krieges jetzt kein Gas mehr bekommen, das sind ja
klare Zusammenhänge, die uns sehr belasten. Aber wir haben eben leider auch selber Fehler gemacht. Ein riesiger Fehler war die Abschaltung der Atomkraftwerke, die ja doch eine ganze Menge Strom hier in Deutschland zur Verfügung gestellt haben. Längst nicht so viel wie in Frankreich, wo eben 70% des Stroms aus der Atomkraft kommt. Aber immerhin, und das hätte man ja auch noch ausbauen können und so weiter, aber Sie kennen ja die Entscheidung, vor über 10 Jahren hat die Regierung Merkel praktisch das Aus verkündet. Und warum hat sie das verkündet? Ja, weil eine Ethikkommission dazu Hilfe war. Nicht, weil die Naturwissenschaftler das gesagt hätten, dass das so problematisch ist, nicht? Und es liefen riesige Kampagnen, dass das so enorm gefährlich sei, wenn man diese Abfälle lagert. Ja, das ist alles übertrieben. Es sind ja nicht viele Abfälle. Und die Strahlung ist an der Erdoberfläche, wenn man das da irgendwo verbuddelt, eben auch nicht viel höher als die natürliche Strahlung, die sowieso in bestimmten Gesteinen auf Granit zum Beispiel stattfindet. Also das wurde maßlos übertrieben und jedenfalls sehen wir heute eine Renaissance der Kernkraft. Überall werden auch neue konventionelle Druckwasserreaktoren geplant und gebaut. Frankreichs Präsident genehmigt alle paar Monate wieder einen neuen Schwung von Atomkraftwerken, die gebaut werden sollen. Und man wittert hier das große Geschäft, dass man den Strom dann nach Deutschland verkaufen kann. Ohne den französischen Atomstrom ginge dieser deutsche Weg ja sowieso nicht, weil eben der Wind- und Sonnenstrom, auf den wir uns verlassen wollen, das hat Herr Habeck ja auch gesagt, ein sehr volatiler Strom ist. Der ist manchmal gar nicht da. Der ist im Überschuss da im Sommer. Wir haben ein Defizit im Winter. Und die einzige Möglichkeit ist eben, die winterlichen Dunkelflauten zu bedienen mit Ersatzkraftwerken. Da brauchen wir aber so viele Kraftwerke konventioneller Art, wie wir schon haben. Ja, wir können ja nicht nur ein bisschen da investieren. Es muss alles verfügbar sein, doppelt. Einmal die grüne Energie haben wir, die ist teuer und wir brauchen die Sonne schickt zwar keine Rechnung über die Energie, die Anlagen sind teuer und dann brauchen wir die konventionellen alle nochmal. Das macht das alles sehr, sehr teuer. Wir haben doppelte Fixkosten für diesen besonderen Weg der Stromversorgung in Deutschland. Ich halte das also für den größten technischen, industriepolitischen Fehler in der deutschen Entwicklung. Es gibt da Ökonomen, zum Beispiel den Jan Schnellenbach. Der hat argumentiert, dass der Erfolg der deutschen Wirtschaft auch darin bestanden habe, dass man einen Überschuss an sehr guten Arbeitskräften gehabt habe. Und daraus leitet die Politik dann natürlich auch die Forderung ab, es brauche einfach noch mehr Zuwanderung, Fachkräfte und so weiter. Also die Migration als doch auch ein Heilmittel für diese Probleme. Trauen Sie dem? Ja, also richtig ist, dass die Babyboomer natürlich, als sie noch Saft und Kraft hatten, die sind wie gesagt jetzt 60, in den letzten 20 Jahren hier das Land ordentlich nach vorne gebracht haben. Und die wollen jetzt bald nicht mehr. Die können auch nicht mehr irgendwann, nicht? Dann haben wir noch 10 Jahre, dann sind die 70 und dann ist der ganze Berg dieser hohen Geburtenraten der frühen 60er Jahre, der ist jetzt dann im Rentenalter. Also das wird schwierig. Und jetzt wollen wir das ausgleichen durch die Zuwanderer. Ja, was bleibt uns denn anderes übrig? Wir brauchen Zuwanderer im Bereich der qualifizierten Beschäftigung. Wir kriegen allerdings vornehmlich Zuwanderer im Bereich der Geringqualifizierten. Das liegt wiederum daran, dass wir einen wohl ausgebildeten Sozialstaat haben, der sich sofort zur Verfügung stellt für die Zuwanderer. Das müsste ja nicht sein, nicht? Also man könnte ja auch eine verzögerte Integration in das Sozialsystem vornehmen, wie es Cameron seinerzeit von der EU und speziell auch von Frau Merkel gefordert hatte. Da war Frau Merkel nicht bereit, darauf einzugehen und hat also die Engländer praktisch aus dem Grunde gehen lassen, was auch ein ganz großer Fehler ihrer Amtszeit war. Also man muss an den Sozialstaat ran, der eben eine negative Selektion der Migranten, die in Deutschland ankommen, induziert. Die besser Qualifizierten gehen in die angelsächsischen Länder, speziell in die USA, wenn sie können, weil sie da tolle Jobs kriegen. Und die schlechter Qualifizierten gehen nach Deutschland und nach Frankreich im Übrigen. Das ist eindeutig nachweisbar durch die entsprechenden OECD-Daten, die es dazu gibt. Es gibt ja noch eine Studie von Ihrem Kollegen Bernd Raffelhüsch,
der hat herausgefunden oder legt dar, dass die Zuwanderung, so wie sie jetzt organisiert ist in Deutschland, eigentlich ein Verlustgeschäft bedeutet im volkswirtschaftlichen Sinne. Ja, das ist ein Verlustgeschäft, großen Teils, jedenfalls bei der Migration seit 2015, die wir hier haben. Und zwar deswegen, weil die Migranten ja erst einmal in der Marktwirtschaft das kriegen, was sie erzeugen. Das ist ja kein Gewinn unbedingt für die anderen. So ist nun mal das Entlohnungssystem in der Marktwirtschaft. Und dann zusätzlich kriegen sie ja noch ein Geschenk des Sozialstaates. Das meint Raffelhüschen. Warum kriegen sie ein Geschenk des Sozialstaates? Sie arbeiten zwar auch überwiegend, obwohl die Quote der Sozialempfänger, die nicht arbeiten, da größer ist, aber das lassen wir mal beiseite. Selbst wenn sie arbeiten, arbeiten sie nicht in hochqualifizierten Jobs, weil sie ja auch Defizite haben. Sie haben nicht die Schulausbildung, sie kennen die Sprache noch nicht. Also wenigstens in den ersten Jahren kommen sie damit nicht zurecht und wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben nicht. Die zweite Generation kann es dann schon besser und die dritte Generation ist dann integriert und hebt sich nicht mehr von dem Durchschnitt der Bevölkerung ab. Und die, die da jetzt weniger tolle Jobs nur ausfüllen können, verdienen weniger. Und weil sie weniger verdienen, müssen sie auch weniger Steuern zahlen, haben aber trotzdem das ganze Potpourri öffentlicher Leistungen zur Verfügung. Da entsteht also ein Defizit für den Staat. Die Polizei, das Rechtssystem, die Infrastruktur, das öffentliche Verkehrswesen, alles kostet ja riesig viel Geld und die überdurchschnittlich verdienen, zahlen auch überdurchschnittlich Steuern. Die zahlen also mehr, als sie zurückkriegen vom Staat und die unterdurchschnittlich verdienen, zahlen unterdurchschnittlich Steuern. Die kriegen also mehr vom Staat, als sie zahlen. Und da kommt dieses Defizit raus, was der Raffelhüschen berechnet hat. Und das heißt dann natürlich, dass man an sich bei der Auswahl andere Verfahren anlegen müsste, damit einfach höher qualifizierte Leute nach Deutschland kämen. Ja, es gibt ja Beispiele, die Kanadier und andere Länder haben Punktesysteme für eine qualifizierte Immigration. Sie haben das eingangs angesprochen. Sie haben 2003, ich glaube, das war sicher ein Bestseller, geschrieben, ist Deutschland noch zu retten? Damals galt Deutschland als kranker Mann Europas, große Titelgeschichte im Economist. Und dann kamen die, ich glaube, man darf das sagen, glorreichen Reformen des Gerhard Schröder mit seinen Hartz-Reformen. Schauen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Braucht es wieder solche Hartz-Reformen gegen die Bürokratie des Sozialstaats, gegen diese Überwucherungen? Welche Reformen wären heute am dringendsten notwendig? Herr Professor. Naja, also was jetzt den Sozialstaat betrifft und das Bürgergeld, das ist ein bisschen in die falsche Richtung gegangen in den letzten Jahren. Das Bürgergeld wurde viel schneller prozentual erhöht als das Preisniveau. Also das ist das Konkurrenzniveau für die Unternehmen im Staat, die Arbeiter suchen, ist also intensiver geworden. Nicht? Ein Unternehmen, das einen Arbeiter haben will, muss ja mehr bieten als das Bürgergeld, also das, was man vom Staat ohne Arbeit kriegt. Und dadurch, dass das Bürgergeld so rapide erhöht wurde, in den letzten 13, 14 Monaten zusammen um 25% bereits, nicht? Dieser hohe Anstieg macht es attraktiv für viele eben nicht zu arbeiten beziehungsweise entsprechend hohe Löhne zu fordern. Und wenn die Löhne dann höher sind, dann gibt es nicht mehr so viele Geschäftsmodelle, die sich dann lohnen. Wir haben ja nach den Schröderschen Reformen im Niedriglohnsektor sehr viele neue Jobs gekriegt. Das ist ein Beschäftigungswunder gewesen. Während wir seit Willy Brandt alle 10 Jahre so 800.000 Arbeitslose in Westdeutschland mehr bekommen haben, drehte sich das ab 2005 nach den Schröderschen Reformen total um. Und wir haben dann eben in dieser Größenordnung weniger Arbeitslose in Westdeutschland gehabt. Und wenn Sie jetzt Berater werden der Ampelregierung, die ja vermutlich auch etwas Beratung nötig hat im Moment, was würden Sie denen empfehlen? Wie kommt man aus diesem wirtschaftlichen Malaise wieder heraus? Also das Schlimmste ist, was wir gemacht haben, und das müssen wir dringend korrigieren, das Verbrennerverbot, das der deutschen Wirtschaft hier massiv zusetzt, weil wir uns ja spezialisiert hatten in der Automobilindustrie auf eben solche Verbrennungsmotoren. Das konnte kaum einer so gut wie wir.
Und andere lachen sich jetzt ins Fäustchen, dass sie ihre E-Autos verkaufen können. Wir dachten, wir können das auch, aber die können es besser. Das war ein Riesenfehler. Zumal diese Art von vordergründiger Klimapolitik ja letztlich nichts bringt. Was bringt es denn, wenn wir Deutschen hier weniger Benzin verbrauchen, weniger Diesel verbrauchen, wenn wir weniger Öl für unsere Heizungen verwenden, weil das ja verboten wird in Zukunft? Das Öl bleibt ja nicht in der Erde, sondern das fließt dann anderswo hin. Zu fallenden Weltmarktpreisen, nicht? Die fallen wegen unserer Intervention, also gegenüber dem Niveau, was sie sonst erreicht hätten, kaufen dann andere Teile der Welt, die Asiaten insbesondere, gerne diese Ölmengen auf, um ihren gewaltigen Wirtschaftsaufschwung dort zu finanzieren. Also wir subventionieren durch unsere Nachfragereduktion beim Öl unsere Konkurrenten in der Welt und sorgen dafür, dass im Grunde nichts passiert an der Klimafront. Also die Vorstellung, weil ich jetzt in Deutschland kein Öl mehr verbrauche, haben wir wenigstens weltweit weniger CO2-Ausstoß, ist strikt falsch. Das kann man nachweisen, weil die Ölextraktion überhaupt nicht reagiert auf Preisänderungen. Die letzten 40 Jahre nicht, bis auf Corona, da hat sie reagiert. Wenn alle Länder zusammen ihre Nachfrage einschränken würden durch einen Klimaclub, dann würde das schon helfen. Dann würde man die Ölscheichs in die Knie zwingen können und sie zwingen können, das Öl in der Erde zu lassen. Aber das passiert ja nicht, sondern es sind immer unilaterale Maßnahmen. Auch Scholz hat für seinen Klimaclub da nur so ein paar Länder zusammengekriegt, wo die Großen gar nicht dabei sind. Das reicht hinten und vorne nicht, um also hier eine Änderung zu erreichen. Also wir kasteien uns, wir machen die Industrie kaputt, jedenfalls den Kern unserer Industrie, das ist die Automobilindustrie. Und wir erreichen nichts fürs Klima. Das muss man stoppen, statt jetzt Subventionen zu erfinden und den Firmen künstlich die Strompreise zu verringern und andere Hilfen zu geben, damit sie trotz ihrer Energieintensität noch weiter existieren können und auf Wasserstoff zu setzen und so weiter. Erstmal müssen wir diesen Unsinn mit den Verbrennerverboten beenden. Und beobachten Sie diesen Reformwillen in Deutschland? Ist das da in der Politik oder sind das Lippenbekenntnisse oder zum Teil auch politische Klein-Klein-Scharmützel? Ist der Reformwille aus Ihrer Sicht vorhanden? Nein, überhaupt nicht. Also im Kern gar nicht, weil der Kurs falsch ist, den wir hier fahren. Wir müssen eine Klimapolitik machen im Verein mit anderen. Und wir dürfen auch erst dann voll einspringen, wenn uns einsetzen, wenn die anderen das auch tun, wenn wir bindende Abkommen mit den anderen haben. Aber davon kann ja nicht im Ansatz die Rede sein. Das ist überhaupt nicht vorhanden. Es ist eine Moralisierung. Sie haben die Moralisierung angesprochen. Wir müssen doch was tun. Die Welt wird immer wärmer. Also kasteien wir uns. Ja, so geht's aber nicht. Es muss auch wirken und es wirkt nicht. Wir sind da am falschen Wege. Was wir machen wollen, ist also die Industrie dann zu subventionieren, dass sie dann doch hier bleibt und noch was tut. Wasserstoff künstlich verbilligen. Diese Dinge gibt es. Auch eine Unternehmenssteuerreform wird jetzt von allen wichtigen Parteien hier favorisiert. Aber das ist nur ein Kampf gegen die Symptome und nicht etwas, was ursächlich unsere Probleme bekämpft. Und das größte Problem ist natürlich, da will ja überhaupt keiner ran, dass wir keine Kinder mehr haben. Das ist ja auch tabuisiert. Ja? Aber diese Kinderlosigkeit, die uns eben massiv die nächsten Jahrzehnte hier zusetzen wird, die muss auch verändert werden. Es geht nicht an, dass wir 1,5 Kinder haben im Durchschnitt pro Frau. 2,08 ist die magische Größe, um also eine Bevölkerung konstant zu halten. Und das alles nur durch Kinder aus dem Ausland zu ersetzen, ist nicht die Lösung, weil die in einem anderen Kulturkreis groß geworden sind. Das ist sehr schwierig und sehr langwierig, bis man die entsprechenden Kenntnisse, die man für eine funktionierende Volkswirtschaft braucht, dann implementiert hat. Wie gesagt, die Soziologen sagen, es dauert 3 Generationen. Also wir wollen das Gespräch auf einer optimistischen, zuversichtlichen Note beenden. Und Deutschland hat ja jetzt von außen betrachtet eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hingelegt nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit
diesem Wirtschaftswunder, mit den marktwirtschaftlichen Weichenstellungen damals der Regierung Adenauer, man hat die Wiedervereinigung gestemmt. Das sind ja unglaubliche Leistungen. Bringen Sie zum Schluss noch in aller Kürze einen Lichtblick, den Silberstreifen am Horizont, den Sie im Moment erkennen, damit wir die Zuschauer nicht sozusagen in einer trübsinnigen Stimmung hier aus dem Gespräch entlassen müssen. Ja, also zumindest eine Forderung. Wir brauchen einen neuen Ludwig Erhard. Adenauer war es ja nur nicht, sondern Ludwig Erhard war es mit seiner Vorstellung von einer dynamischen Marktwirtschaft, Wohlstand für alle. Und das lässt sich schaffen. Man muss einfach liberaler werden. Schauen sich die Schweden an, die eben 1990 sich von diesem Sozialisierungskurs unter der Sozialdemokratie abgewendet haben und seitdem wirklich ein marktwirtschaftliches System verstärkt haben, mit gewaltigen Erfolgen bei der Wirtschaftsentwicklung. Auch die Dänen machen das anders. Viele andere Länder in Europa zeigen uns, wie es geht. Die Dänen haben also in den letzten Jahren ihre hohe Staatsquote, die im Bereich von 56% war, jetzt drastisch gesenkt und sind dabei, unter das deutsche Niveau zu gehen. Das ist der richtige Weg. Die Politiker rufen immer nach Geld, da ist ein Missstand, was können wir da noch fördern, dort. Nein, gar nicht. Haltet euch zurück, lasst die Marktwirtschaft sich entfalten und dann entsteht wieder Wohlstand für alle. Das wäre etwas, was man Ihnen entgegensetzen kann. Und in einem Wort noch, Herr Professor, Ihr Buch Ist Deutschland noch zu retten vor 20 Jahren? Es war zu retten, wie sehen Sie es heute? Ist Deutschland noch zu retten in einem Wort? Ja, immer, aber es dauert. Okay. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Sinn, für dieses Gespräch. Gerne. Und jetzt begrüße ich im Studio die deutsche Autorin Mirna Funk. Sie lebt in Berlin und sie beschäftigen sich unter anderem neben vielen anderen Themen auch mit dem jüdischen Leben in Deutschland. Schön sind Sie hier beim Pragmatikus. Dankeschön für die Einladung. Ja, Berlin ist ja die Hauptstadt. Derzeit sind viele Blicke auf Berlin gerichtet, viele auch sorgenvolle Berichte. Sie leben mittendrin. Mittendrin. Wie ist die Stimmung in Berlin? Ist das so negativ, wie sich das in den Beiträgen hier auch abgebildet hat? Wie erleben Sie das? Berlin ist eine große Stadt, ja, eine sehr große Stadt. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Stadtbezirk man sich aufhält. Dennoch bin ich ja in Berlin geboren und aufgewachsen, damals noch im Ostteil der Stadt und habe in all den Jahren auch gesehen, wie die Stadt sich verändert hat, wie die Stadt sich entwickelt hat. Und die 90er und Nullerjahre waren natürlich eher so der Freude und dem Spaß gewidmet. Ja. Und mittlerweile ist das alles so ein bisschen runtergekochter, würde ich sagen. Also der Klaus Wowereit, der frühere Bürgermeister, der hat ja den berühmten Satz gesagt, arm, aber sexy. Ja. Ist Berlin noch sexy? Berlin ist auf jeden Fall nicht mehr arm. Und das ist, glaube ich, schon wichtig zu verstehen. Also diese Fantasien, man kommt da hin und zahlt 300 Euro für eine 80 Quadratmeter Wohnung, die sind nicht mehr haltbar. Und dadurch hat sich natürlich auch die Lebenskultur ein bisschen gewandelt. Ne? Man ist auch erwachsener. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Berlin so ein bisschen wie einen Menschen versteht. Ja? Berlin ist 89 geboren und jetzt ist es eben schon ein ordentlicher Mitte 30er. Da will man Familie gründen, Geld verdienen und eine Eigentumswohnung kaufen. Mhm. Und was natürlich ein Thema ist, auch wenn man in Berlin sich etwas umsieht, man merkt die Auswirkungen der Migrationspolitik der 15er Jahre. Wir haben sehr viele Shisha-Bars, man hat viele muslimische Zuwanderung gehabt. Sie sind Jüdin. Mhm. Wie erleben Sie das? Hat sich da Berlin verändert? Ist Berlin da quasi für Sie als Jüdin zu einem härteren Pflaster geworden? Also auch das hat was damit zu tun, in welchem Stadtbezirk man sich aufhält. Berlin ist unglaublich geclustert in Bezug auf die Stadtbezirke. Manche leben sehr geballt in einem. Auch da hat die natürlich Integrationspolitik nicht besonders gute Arbeit geleistet. Ich halte das für problematisch, wenn man nicht dafür sorgt, dass unterschiedliche Kulturen, für die ich immer bin, sich eben auch
mit allen Kulturen vermischen, sondern dass sich das konzentriert. Und wir haben auf jeden Fall Probleme mit Neukölln. Und das ist sicherlich ein Ort, an dem Juden und Jüdinnen und auch vor allem Israelis nicht mehr so frei leben können und sich bewegen können, wie sie das noch vor etlichen Jahren getan haben. Also ich habe Berichte gelesen, da sagen auch also jüdische Deutsche in Berlin, die sagen, ja, wir müssen manchmal etwas aufpassen, wir hängen das jetzt nicht mehr so an die große Glocke, dass wir Juden sind, weil das gibt dann Spannungen, eben zum Beispiel mit Muslimen und so weiter. Ist das so drastisch, wie das aus diesen Berichten hervorgeht? Also es ist auf jeden Fall so, dass innerhalb der jüdischen Community und auch der israelischen darauf geachtet wird, in den Apps seinen Namen zu verändern, eher zu einem deutschen Namen. Ich habe das auch nach dem 7. Oktober gemacht. Ja? Also ich war nicht mehr Mirna, sondern dann Maria. Und, und habe es jetzt wieder geändert seit einem Monat. Und das ist schon nicht ganz unkompliziert, dann in einem Uber zum Beispiel zu fahren oder so. Ja? Aber es hat wirklich ganz viel damit zu tun, dass wir in Berlin eine der größten palästinensischen Communities außerhalb der Diaspora haben. Und dass immer, wenn es zu Streitereien und Konflikten in Nahost kommt zwischen Israel und der Hamas, so wie wir es aktuell sehen, spiegelt sich das natürlich auch in Berlin in dem Miteinander wieder, tragischerweise. Und wie erleben Sie das Erstarken der AfD? Das ist ja auch ein Stressfaktor momentan in der deutschen Politik. Das erzeugt viel Polarisierung. Wir haben diese Demonstrationen gesehen. Wie hat sich dadurch Deutschland jetzt verändert? Ich denke, dass wir es bei der AfD mit einem nicht zu unterschätzenden Problem zu tun haben, das sich dann aber wiederum an anderen Orten in Deutschland zeigt und wahrscheinlich weniger in Berlin. Also wir haben in Berlin ja auch Randbezirke, wo die AfD stark ist. Und das ist genauso wenig zu unterschätzen wie das andere Problem. Sie haben ja in Ihrem Aufsatz im Pragmaticus-Heft einen sehr interessanten Gedanken geäußert. Sie haben nämlich über diese Demonstrationen gesprochen und haben gesagt, ja, die Neigung heute in Deutschland, dass da eine Gruppe die anderen zu den Bösen erklärt und sozusagen dadurch automatisch zu den Guten wird, das ist ungut. Also quasi, wenn ich einen anderen verteufle, dann wachsen mir schon die Engelsflügel, dieser Moralismus. Können Sie dazu etwas sagen, wie Sie das als Problem empfinden heute? Die Demonstrationen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, sind eine wichtige zivilgesellschaftliche Bewegung. Gleichzeitig geht es bei den Demonstrationen aber um ein Gegen. Wir sind gegen die AfD. Die Frage ist, wie viele Leute kriege ich auf die Straße, wenn ich für ein Für bin? Für Demokratie, für liberales Leben, für Offenheit. Und nicht gegen eine bestimmte Gruppe. Und bei den Deutschen, die neigen ja also nicht erst heute, sondern eher auch schon seit Längerem und vor 80 Jahren ganz besonders, dazu, die inneren Konflikte, innere Spannungen und negative Eigenschaften auf eine Entität im Außen zu projizieren und da dann Finger zeigen zu sagen, das ist alles böse, das ist alles schlecht. Und in dem Moment fühlt man sich immer ganz wohl und ganz gut. Das Problem ist nur, es ist zutiefst ideologisch, wenn man das tut. Ja, also alle würden sich, also wenn ich den Gedanken da weiterspinne, alle ziehen sich da sozusagen in ihre eigene Gesinnungsblase der Selbstgerechten zurück, sind sich einig, jawohl, wir sind die Guten, das sind die Bösen, aber am Ende redet gar niemand mehr miteinander. Ist das etwas, die Entwicklung, die Sie da beobachten? Also es reden nur die miteinander, die glauben, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Ja. Und das Problem ist nur, dass die anderen ja auch glauben, auf der richtigen Seite zu stehen. Und wenn wir uns gegenseitig immer nur erklären, der andere stünde auf der falschen Seite, dann zeigen wir halt nur mit dem Finger aufeinander, ohne in einen Dialog zu treten. Und das führt zu antidemokratischem Verhalten, und zwar auf beiden Seiten. In dem Moment, wie ich jemand anderen brauche, um dem die Schuld an meiner eigenen Misere, an dem Problem in der Gesellschaft in die Schuhe zu schieben, habe ich demokratisch verloren.
Was könnte eine Schriftstellerin, was kann eine Schriftstellerin machen, um dieser Balkanisierung gewissermaßen der Öffentlichkeit entgegenzuwirken, wo sich alle im eigenen Schützengraben wohlfühlen? Was ich da machen kann, ich schreibe dagegen an. Ich schreibe gegen die Ideologie und für liberales Denken. Und das ist alles, was ich tun kann. Und ich hoffe, genug damit bewegen zu können. Deutschland sei schon an den früheren Komplexitäten gescheitert, schreiben Sie auch in Ihrem Aufsatz, verschließen oft die Augen. Was müsste heute in Deutschland passieren, damit auch vielleicht wieder so etwas wie eine Aufbruchsstimmung, ein Zukunftsglauben sich da ausbreitet? Die Deutschen haben ein wahnsinnig großes Problem mit Moderne. Sie haben wahnsinnige Angst vor Moderne, sie haben ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Und was es bräuchte, ist ein Kulturoptimismus, ein Wunsch nach der Erweiterung der Welt, nach der Verbesserung der Welt und nicht eine sicherheitsmotivierte Regression. Und also ein Rückzug sozusagen auf die Scholle der eigenen Befindlichkeit. Genau, das machen die Deutschen immer sehr gerne und haben es immer wieder getan. Und das ist das größte Problem. Dabei bräuchte es eigentlich eine Expansion und nicht ein Rückzug. Und wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Rolle der Politik und der Medien? Politik, die sich mit Gendersternen beschäftigt, die Medien, die, mein Eindruck, zum Teil auch diese ja, dieses Stammesdenken sozusagen befeuern. Wie sehen Sie das? Ich glaube, was wir begreifen müssen, ist, dass die letzten 20 Jahre in Europa sehr, sehr sicher waren. Und die Leute hatten sehr viel Zeit, sich mit Fragen zu beschäftigen, die vielleicht nicht so wahnsinnig relevant für die eigene Existenz sind. Und jetzt, wo aber Russland kurz vor Berlin steht, glaube ich, dass wir in ein neues Zeitalter eintreten, in dem wirklich existenzielle politische und gesellschaftliche Fragen wieder auf den Tisch kommen und andere Debatten, die nicht existenziell sind, ganz automatisch Also der Ernst, werden. Der Ernst kehrt zurück, sozusagen die Abrissbirne der Wirklichkeit schlägt gewissermaßen wieder zu. Jetzt haben wir ja diese unglaubliche Auseinandersetzung gehabt mit der Berlinale. Das hat ja Wellen geworfen bis in die Schweiz, nach Österreich. Plötzlich schauen alle an diese Berlinale mit diesen Diskussionen. Ja. Wie haben Sie das erlebt? Ich war natürlich total schockiert, was auf der Berlinale passiert ist. Ich war jetzt nicht verwundert, weil das können wir im Kulturbetrieb, diese Tendenz zu dieser völlig blinden Palästina-Liebe, Frage, ob das überhaupt Palästina-Liebe ist und nicht Judenhass, ist noch mal eine andere Geschichte. Das können wir im Kulturbetrieb seit Jahren beobachten, in den letzten Monaten, seit dem 7. Oktober natürlich verstärkt. Also ein Israel-Bashing, das dann auch an der Berlinale zum Ausbruch gekommen ist. Und auch das Verständnis dafür, wer sind eigentlich diese Regisseure des Dokumentarfilms? Wer ist eigentlich dieser Yuval Abraham? Ja, ich lebe ja zwischen Berlin und Tel Aviv. Das ist ein Mann, der als Linksextremist auch in Israel bekannt ist. Und diese Komplexitäten, auch Differenzierungen, die werden überhaupt nicht mehr besprochen. Über wen sprechen wir da? Was für ein Menschenbild wird in dieser Dokumentation transportiert? Was tut er dort auf einer Bühne, eine Rede zu halten, ohne an den 7. Oktober zu erinnern, ohne an die Geiseln zu erinnern, ohne der Hamas Verantwortung für das zu geben, was aktuell passiert? Und was bedeutet es auch, einen Film zu machen, wo der Palästinenser schon wieder nur als Opfer dargestellt wird und infantilisiert. Und ich halte das für eine starke Objektivierung der Palästinenser als solcher. Sie sind nicht nur Opfer. Kein Mensch ist nur Opfer, sondern immer auch Täter zugleich. Und das ist ein großer, auch menschlich großer Fehler, diese Ambivalenzen einfach so aufzumachen und dieses binäre Denken zu transportieren.
Versuchen wir zum Schluss noch das Positive zu packen. Es ist ja tatsächlich so, dass jetzt mit Blick auf Deutschland regiert ja gewissermaßen das Negative. Aber wenn man ein Land, wie Sie gesagt haben, auch wieder in den Zukunftsglauben zurückbringen will, muss man ja auch das Positive fassen. Sagen Sie zum Schluss unseres Gesprächs noch ein paar positive Dinge über Deutschland. Das, was Sie im Moment doch inspirierend finden, interessant und was vielleicht entwicklungsfähig sein könnte oder die Keimzelle für das, was besser ist. Ich halte die gesellschaftliche Spannung, vor der Sie sehr viele Angst haben im Moment, für einen extrem gesunden Treiber. Ich halte gesellschaftliche Spannungen, wenn man lernt, sie auszuhalten und zu leben, für extrem befruchtend. Und das kann dazu führen, dass diese Spannung fast schon in so einem hegelischen Sinne in eine bessere Zukunft führt. Die Deutschen müssen aber lernen, diese Spannungen auch auszuhalten, die zu verstehen und nicht vor ihnen wegzulaufen. Also sozusagen der alte Geist der Dialektik, Rede und Gegenrede. Und am Schluss kommen wir hoffentlich zu einem Irrtum höherer Ordnung. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Funk, für den Besuch und für Ihre subtilen Beobachtungen zur deutschen Befindlichkeit von heute. Meine Damen und Herren, wie immer an dieser Stelle kommen wir zur Conclusio, zur Zusammenfassung, wo wir alles noch einmal rasiermesserscharf auf den Punkt bringen. Für Sie schauen Sie rein da. Einigkeit und Recht und Freiheit. Unter diesem Motto schwang sich Deutschland einst aus der Asche des Zweiten Weltkriegs zum Wirtschaftsmotor Europas auf. Doch dieser Motor ist jetzt ins Stocken geraten. Die Wirtschaftskraft lässt nach, die Bauern streiken, Demonstrationen zerreißen das Land und die Bahn versinkt im Chaos. Es läuft viel falsch im Land der Deutschen. Vor allem die Energiewende entwickelt sich zum Desaster. Egal ob Automobile, im Maschinenbau oder der Chemie. Deutsche Industrie war einst führend. Heute befindet sie sich im Hintertreffen. Denn Deutschland hat die höchsten Strompreise unter den großen Industrienationen. Das zieht die gesamte deutsche Wirtschaft nach unten. Auch eine hohe Steuerlast und der Arbeitskräftemangel setzen den deutschen Betrieben zu. Und statt dringend benötigter Fachkräfte aus dem Ausland kommen viele Migranten, die in den Sozialstaat einwandern. Lösung ist dafür keine in Sicht. Denn die Berliner Ampelregierung zwischen SPD, Grünen und der liberalen FDP fällt häufiger mit Streitigkeiten als mit entschlossenem Handeln auf. Und Kanzler Olaf Scholz gilt als führungsschwach. Dazu kommt ein weiteres Problem. Denn Deutschland scheint mit aller Macht danach zu streben, Moral-Weltmeister zu werden. In kaum einem anderen Land der Welt wird so streng in Gut und Böse unterteilt. Das erschwert die Verständigung und spaltet die Gesellschaft. 16 Jahre Merkel und 2 Jahre Ampel haben Deutschland nicht gut getan. Abzuschreiben braucht man die Deutschen deshalb aber noch nicht. Die Industrie verfügt über viel Know-how und die Menschen sind gut ausgebildet. Unter einer mutigen und pragmatischen Führung kann Deutschland ein weiteres Mal wie Phönix aus der Asche steigen. Phönix aus der Asche und wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mich noch weiter in dieses Thema vertiefen, dann empfehle ich Ihnen wärmstens die neue Ausgabe des Pragmaticus. Da sind die Gäste der heutigen Sendung dabei, aber noch viele andere hochinteressante Stimmen. Jetzt auch am Kiosk. Also schauen Sie da ganz genau in das Magazin hinein. Ich darf mich für heute verabschieden. Wir sehen uns wieder und ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich den Termin im Kalender schon rot anstreichen. Nein, Spaß beiseite. Wir freuen uns auf den April, wenn wir hier wieder bei Servus TV, beim Pragmaticus, ein neues, brisantes Thema in allen Facetten beleuchten. Machen Sie es gut und eine schöne Zeit. Bis dahin.